Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir das Pilzkönigreich dann doch mal wieder verlassen, aber es war wirklich eine wunderschöne Zeit, die wir dort hatten. Und dann haben wir uns hier als Luigi verkleidet quasi wieder aufgemacht ins Hutland zurück, weil ich jetzt nämlich dort dann noch weitere Monde sammeln will, vor allem dann natürlich auch die, die mit dem Mondquader zusammenhängen. Ich habe euch auch im letzten Part gefragt, wie es denn jetzt eigentlich so damit aussieht, ob ich jetzt hier im Hutland denn mittlerweile nach der Story dann auch wirklich alle Monde, die es hier gibt, dann schon finden kann oder ob ich immer noch, oder ob es auf jeden Fall immer noch welche gibt, an die ich nicht rankommen kann. Und ich habe den Part noch nicht, oder auf jeden Fall, ich habe die Kommentare noch nicht gesehen, weil der Part noch gar nicht hochgeladen wurde. Deswegen, ich weiß es nicht genau, aber ich werde es mal trotzdem hier im Hutland einfach mal ein bisschen spielen, weil ich meine, selbst wenn ich nicht alle bekommen kann, alle Monde, jetzt immer noch nicht, das wäre zwar ein bisschen doof, weil wir dann nochmal irgendwann später zurückkehren müssten, aber wir können ja trotzdem schon mal einige weitere sammeln, weil ich dürfte ja zumindest eigentlich, glaube ich, alle Monde von dem Mondquader wenigstens einsammeln können. Das ging ja im Mondland auch schon. Und deswegen, das dürfte, glaube ich, dann hier im Hutland auch schon funktionieren. Und wenn ich halt von den anderen nicht alle kriegen kann, dann wäre es vielleicht ein bisschen doof, aber müssen wir halt dann damit leben. So. Hui. Sehr schön. Wieder mal coole Lichteffekte hier. Und überall verteilen sich neue Monde. Oh, das sind einige, ja. Okay, ich sehe auch da eine, zwei. Also dann vielleicht da wieder ein besonderer Bonusraum oder sowas. Und ansonsten halt irgendwelche, die ich einfach so finden kann oder sowas. Okay, einiges ist da auch ganz fern ab irgendwie. Okay. So, dann gibt es nochmal am besten wieder so ein Paragumba hier. So, und dann machen wir uns auf die Suche nach weiteren Monden, die wir jetzt dann hoffentlich hier entdecken können. So, gleich hier ist nämlich dann irgendwie einer und hier auch, deswegen gehen wir am besten wieder hier zurück, an Land erstmal. Und werde dann erstmal versuchen, mir diese beiden Monde dann auch schon irgendwie abzuholen. Mal gucken, ob ich das dann hinkriegen werde. So, ich komme jetzt ja hier raus, genau, okay. So, dann gleich mal kurz nachgucken. Nämlich dann nicht hier. Ah, da ist ein Hase aufgetaucht, alles klar. So, weil ich bin ein Hasi, dann komm mal her. Ja, das, okay, ich wäre schon fast nämlich reingelaufen einfach so, das wäre ganz cool gewesen. So, okay, sehr schön. Yay! Dim, hoppity hopp beim Schiff. So. Und dann ist ja noch. Okay, da hinten sind Musiknoten. Alles klar. Und da brauche ich dann auf jeden Fall auch wieder einen Paragumba. Und da ist übrigens auch einfach so random jetzt ein neuer Mond irgendwie. Der einfach da jetzt so rumliegt. Ohne dass ich auch irgendwas Besonderes machen muss dafür. Der ist dann auch ziemlich geschenkt. Aber den will ich auch definitiv gerne annehmen. So. Yay! Entlang der Brillenbrücke. So. Dann komm mal her. Okay, dann gleich wieder weiterfliegen und dann noch schön viele weitere Monde uns dann hier mitnehmen. Was da hinten übrigens? Da glitzert irgendwas. Ah, das ist ein Vogel. Okay, bewegt sich das X tatsächlich mit dem? Schon, oder? Ja, dann lasse ich den jetzt mal, weil ich meine, ich werde noch häufiger hier entlang fliegen müssen. Und ich komme jetzt hier nicht mehr ganz hinterher, leider. Ich meine, ich kann auch schütteln, um schneller zu fliegen, oder? Genau, kann ich, ja. Aber trotzdem komme ich da jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wo ist eigentlich das andere nochmal? Ich bin vorbei geflogen ein bisschen. Da ist es, genau. Da hinten. Oder war das der? Ne, das war da gleich der, den ich meinte, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden noch häufiger mal an dem vorbeikommen. Deswegen, ich lasse den jetzt erstmal sein und werden dann erstmal diesen Mond hier abholen. Gefahren, stellt euch ein. Wo waren denn die Musiknoten, die ich gerade gesehen habe? Habe ich doch gerade gesehen, oder nicht? Oder spinne ich jetzt? War das da unten? Nee. Oder wo waren das nochmal? Ja, nee, weil da unten ist ja jetzt der Vogel. Genau. Ich habe doch hier irgendwo. Bin ich total blöd. Ich habe doch hier irgendwo gerade, genau, hinten Noten gesehen, richtig. Und das sind dann. Okay, das ist dann dieses X hier. Also ja, wirklich einige, die man sicher mitnehmen kann. Aber warum denn auch nicht? So. Und da soll ich hinfliegen zum anderen Gefahrenschild oder sowas. Okay, nicht zu hoch fliegen auf jeden Fall auch. Immer schön die richtige Höhe haben, was gar nicht mal einfach ist. So, okay. Und das war's auch schon. Und ein weiterer Mond für uns. Ja, geht auf jeden Fall ziemlich schnell hier, die ganzen Monde abzuholen. Freue mich natürlich auch. Yay, Notenjagd im Nebel. Alles klar. So, dann, das dürfte jetzt, glaube ich, wieder der Vogel sein. Aber wie gesagt, ich lasse den jetzt erstmal, weil ich ja dann eh auch nochmal hier hingehen muss irgendwann. Und dann werde ich mal versuchen, mir dann noch später den Vogel abzuholen. Genau. Aber erstmal gehe ich jetzt noch hierhin zurück. So, und ich meine, ich kann natürlich jetzt hier wiederum auch neue Monde halt durch den Mondquader finden. Ja, schon. Aber es sind noch hier jetzt irgendwie, irgendwo bestimmt auch noch andere neue Monde aufgetaucht, halt nach der Story, oder? Ich schätze mal schon. Hier ist uns wieder ein Radio. Okay, wieder mal ein Jump-Up Superstar. Wahrscheinlich wieder in der japanischen Version. Okay, lass ich aber mal. Ich gehe da mal. So. Oh, okay, da ist noch ein Mond. Hallo, lässt du mich durch?
Ich passe ja auf den Mond auf. Ich habe vor nichts Angst. Nicht mal vor Paragombas. Okay, ich muss hier... Okay, sowas kennen wir auch schon aus dem Pilzkönigreich so ähnlich, weil da hat ja auch im Pilzkönigreich ein Toad einen Mond bewacht und ich musste mit einem Goomba hinkommen und miteinander schrecken. Und hier muss ich dann selbiges tun. Das glitzert übrigens. Yay! Selbiges tun mit dann einem Paragomba. Okay, aber erstmal ist hier noch einer. Didim, am Hut drehen, Preis gewinnen. Hätten wir eigentlich den schon vor längerem mal kriegen können? Warte mal kurz. Nee, oder? Ah, nee, okay, das war jetzt auch einer, der aufgetaucht ist erst. Habe ich gar nicht gesehen. Aber es war auch einer mit einem X. Okay, alles klar. Und, okay, der ist jetzt auch erst gerade eben aufgetaucht. Der eine hier. Oder ist er? Ah, nee, ist er nicht, weil die Vogelscheuche ist nämlich gerade eben erst aufgetaucht, oder? Genau, die Vogelscheuche ist das. Ja, okay. Da krieg ich dann einen Schlüssel. Okay. Oh Gott. Jetzt war ich da fast schon einfach so rübergesprungen. Hui. So. Und ich muss wieder zurück, ja. Okay. Schnell, höher und komm her. Yay, Hutland Tic-Tac-Turnier Nummer 2. Okay, und dann ist das hier kein Mond, der jetzt mit einem X markiert wurde, stimmt's? Genau, ist keiner. Deswegen ist es dann einer, den ich halt ganz normal auch schon nach der Story einfach so kriegen kann, schätze ich mal. Aber ohne, dass ich jetzt halt den Mondquader aktivieren muss. Was mit dir? Ist da irgendwas Besonderes bei dir? Schön, dich wiederzusehen, Cappy. Hallo, sag mal, du hattest mir vor einer Weile von einem Schatz erzählt. Okay. Gilt dein Angebot noch, dass der Finder den Schatz als Lohn behalten darf? Nur, dass es klar ist, ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Okay, da oben ist übrigens auch... Da ist ein Mond. Wie komme ich denn da hin? Okay, das ist interessant, keine Ahnung. Und was ist jetzt für ein Schatz? Oh, wo ist der bloß? War er vielleicht unter den Holzkisten? Unter den Holzkisten? Okay. Unter welchen Holz... Ich meine, es gibt hier ein paar Holzkisten. Unter irgendeiner Holzkiste kann ich dann einen Mond finden, oder wie? Okay. Ob ich das wirklich schaffen werde, weiß ich nicht genau. Nicht da lang. Okay, alles klar. Ja, du kannst mir gerne mal sagen, ob warm oder kalt. Und dann werde ich schon hoffentlich irgendwann mal das auch finden können. Hier vielleicht? Nein. Okay. Nein, vielleicht auf dem schmalen Pfad, der im Nebel liegt? Okay, es waren anscheinend schon jetzt die Kisten, die er meinte. Aber er hat sich halt falsch erinnert, oder wie? Keine Ahnung. Hier irgendwo? Nee, 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 nicht in diese Richtung. Okay, ein schmaler Pfad, der im... Achso, okay, ich glaube, ich weiß, was er meint. Er meint nämlich... Wo war das nochmal? Hier war das doch irgendwo. Genau, das hier. Oder? Meint er das? Nicht hier. Oben auf der Brillenbrücke. Okay. Es ist wirklich so eine Art Schnitzeljagd, weil anscheinend Cappy sich nicht so ganz erinnern kann, wo das jetzt eigentlich ist. Das hier ist die Brillenbrücke, schätze ich mal. Oder ist sie das? Ja, nicht unbedingt. Eine Brücke. Okay, das da hinten ist dann vielleicht eher eine Brillenbrücke. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich gehe mal kurz dahin. Okay, da ist übrigens, hier ist Hinweiskunst. So, okay. Ich mache mal kurz hier auch wieder einen schnellen Screenshot. Aber ich kann es mir vielleicht auch merken oder erstmal herausfinden, was es eigentlich ist. Ich sehe einige bunte Farben da. Das könnte vielleicht das Wüstenland sein, weil es nämlich da viele bunte Stände gab. Oder so. Ich meine, was ist denn dieser blaue Kreis da? Oder das ist ja ein abgeschnittener Kreis. Da oben. Und... Ach so. Ah, nee, okay, nee, ich habe eine andere Idee. Vielleicht ist es auf dem Mond. Weil die grauen Farben unten zeigen nämlich den Mond. Und das Blaue ist die Erde. Und das Schwarze ist dann das Weltall. Und, ja genau. Und diese ganzen Farben, das sind diese ganzen Schaulustigen, die wir auf dem Mond lang getroffen haben, die da so an der Kante stehen und die dann auf die Erde hinabschauen. Das könnte tatsächlich sein. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wer da was darstellen soll. Obwohl, vielleicht ist der dritte von rechts, könnte vielleicht ein Hutlandbewohner sein. Weil das halt auch so grau und schwarz und sowas ist. Und der vierte von links, das könnte einer von diesen Schneetypen sein. Oder sowas. Bei den anderen habe ich aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall beim zweiten von links ist dann da ein Mond oder sowas. Da muss ich vielleicht mit dem sprechen und dann kriege ich da einen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich... Was? Peach? Oh. Peach. Ah, okay. Ja, das haben wir ja gehört, dass Peach irgendwo hingereist ist, dass sie wieder abgehauen ist und jetzt anscheinend Urlaub machen will. Und sie ist anscheinend jetzt hier im Hutland. Hallo Peach. Und sie sieht cool aus. Oh, Mario. Ich freue mich zu sehen, dass du vom Reisen noch nicht die Nase voll hast. Nee, du ja anscheinend auch nicht. Tiara und ich haben uns entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Ah, okay. Es wird bestimmt großartig, all die Länder nochmal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in aller Eile abgeklappert hatten.
Tiara hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend, oh. Die Bewohner sind ja so freundlich. Sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Yeah, oh cool. Yay, Peach im Hutland. Ist es wahr, dass Dinosaurier sich gerne in der Sonne ahlen? Wenn ich demnächst einen sehe, dann frage ich einfach mal. Wenn du demnächst einen Dinosaurier siehst, okay, soll mir das jetzt sagen, dass sie dann als nächstes dann im Kaskadenland oder im Forstland, wahrscheinlich eher Kaskadenland, zu finden ist? Und sie unterhält sich mit Tiara, sehr cool, das ist echt voll cool. Aber kurz hier, ihre Kleidung ist auch ziemlich cool, nämlich. Hier. Ja, das passt auf jeden Fall auch. Weil ich meine, wir können ja hier im Hutland dann auch so einen schicken Anzug anziehen. Und sie hat da jetzt auch was ganz Schickes an. Deswegen ist es ziemlich cool auf jeden Fall. Okay. Ist das hier neu, das Leuchten? Ist es, glaube ich, oder? Naja, sieht gut aus. Ein weiterer Mond. Yay, Plattform im Nebel. Okay, sehr schön. So. Lass mal kurz gucken, was kann ich denn hier noch so alles entdecken. Da vorne ist dann irgendwo ein Bonusraum, hier so direkt vor mir. Und zwar da, ich sehe nämlich schon, genau. Wenn ich nämlich auch gleich hin aufmache, kann ich noch irgendwas anderes eigentlich hier entdecken. Hier ist wieder, ja, warte mal, ich kann mal kurz was gucken. Und zwar, es gibt ja immer noch, was mich immer noch verwirrt, ist immer noch diese eine Hinweiskunst, die wir ja, okay, wie ich an den Mond hinkommen soll, wie gesagt, nee, das wollte ich nicht. Wie ich an diesen Mond da hinkommen soll, weiß ich wie gesagt auch nicht. Und was mich halt noch verwirrt, ist diese eine Hinweiskunst, die wir im Pilzkönigreich gesehen haben. Die ja halt hier den Hutturm und den Mond darstellt, aber leider ist es jetzt auch hier wieder nicht so ganz richtig. Sieht von hier aus so hübsch aus, ja. Weil da war es auch so, dass der Hutturm, oder halt der Hutturm hier direkt vor dem Mond war. Und das kann ja auch nicht ganz sein. Muss ich einfach hier, wenn ich den Mond angucke, dann ist auch nichts Besonderes. Was ist das da hinten? Hä, was? Was? Ist das ein Mond? Schon. Okay. Alles klar. Ich habe nur vorhin, ich habe nur gerade eben gesehen, dass das eine Ding irgendwie komisch. Das ist nämlich ein Auto oder ist es ein Taxi? Oder so? Von Yudong City? Schon irgendwie, ne? Weil ansonsten ja immer die Hüte. Und ich kriege einen Mond dafür, dass ich das Taxi angucke? Okay, da habe ich jetzt auch mehr Glück als Verstand gehabt. Oh mein Gott. Aber wir kriegen einen weiteren Mond, den ich dann unbedingt haben will. Alles klar. Ein fliegendes Taxi in Zylindrien? Genau. Was war jetzt das für einer? Warte mal kurz. War das einer von den... vom Mondquader? Hier, Peach im Hunderland ist übrigens dann hier. Nee, das war einer von den anderen, die ich erst nach der Story kriegen kann. Oh. Okay, das ist auch so ein bisschen komisch. Aber na gut. Nehme ich auf jeden Fall gerne an. Okay. So, dann will ich auf jeden Fall gleich den Bonusraum hier machen. Und mir dann dort zwei weitere Monde mitnehmen. So, und ich meine, es war jetzt wie gesagt ganz schön, dass wir jetzt einen Mond erhalten haben durch das Taxi. Aber meine eine Frage mit der Hinweiskunst ist dadurch immer noch nicht beantwortet worden, leider. Naja. So, und hier habe ich dann eine coole Bahn, die ich hier entlang sausen muss. Alles klar. Ich roll mal so ein bisschen. Hui! Hui, es macht Spaß. Und ich... Oh ja, umkehren, Mario, umkehren. Achso, ich kann nicht mehr aufhören. Okay, ja, ich wollte nämlich eigentlich jetzt aufhören, aber ich kann nicht aufhören. Ich muss hier entlang rollen, leider. Weil ich wollte nämlich eigentlich abbrechen, weil... Ja, ich werde mal runterfallen am besten, ne? Weil ich muss nochmal neu starten, weil ich den Mond natürlich haben will. Den anderen. Ja, kann ich denn nicht es irgendwie schaffen, dort auch entlang zu laufen? Muss ich da wirklich rollen? Warte mal. Kann ich hier irgendwie tricksen? Wenn ich hier... Weil ich meine, hier ist ja relativ eben jetzt dann. Hier so. Ne, ich muss da rollen. Okay, alles klar. So. Oh Gott. Okay, gerade zu bekommen. Präzisionsrollen. Sehr schön. Und hier geht's auch gleich wieder weiter mit dem Rollen. Ja, ich kann hier wirklich nicht aufhören. Ich muss hier im Dauerrollmodus bleiben. Ja, die Münzenringe sind mir jetzt mal egal, weil ich jetzt ungern sterben will. Ich nehme mal den trotzdem riskanten Weg. Und das war ein Fehler. Verdammt nochmal. Mann, ey. Warum muss ich das jetzt wieder tun? Ach, Mensch. So. Dann gleich nochmal. Ja, aber eigentlich bin ich ja leider halt wirklich so ein Herausforderungsmensch, der die Herausforderung liebt, das wisst ihr ja von mir. Und deswegen würde ich dann eigentlich doch auch ganz gerne gleich nochmal sogar den schwierigen Weg da nehmen wollen. Den Mond lasse ich jetzt mal, weil ich dann doch eher die Münzringe hier auch haben will. So. Ich kann jetzt mal versuchen, auch die zu bekommen, wenn ich schaffe. Ja, das war schwierig, weil ich da halt immer Angst habe, runterzufallen. Jetzt nochmal das hier. So, konzentrieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, geschafft. Jetzt geradeaus, geradeaus. Und. Whee! Ja, yeah, sehr schön. Da-dum, Ausdauerrollen. Wunderbar. Und dann gleich wieder abhauen. Da-da-dum. So, übrigens, das will ich auch mal kurz nochmal schnell machen. Ich habe, glaube ich, im Laden hier im Hutland
noch nicht alle meine lila Münzen ausgegeben, kann das sein? Lass mal kurz gucken. Genau, weil im Prinzip habe ich zwar schon ja alle Münzen gesammelt und auch schon hier Zylinder und Frack habe ich schon gekauft, aber das hier noch nicht. Deswegen werde ich mal noch kurz machen. Einen Hutland-Sticker nehme ich erstmal, genau. So. Vielen Dank. Nämlich ein vom Hut inspirierter Sticker, dann noch das hier, Plüschfrosch. Diese kleinen Frösche haben zur Selbstverteidigung kleine Zylinder auf. Dadurch sehen sie so putzig aus, dass sie jetzt auch als Spielzeug existieren. So, auch gleich kaufen. Alles klar. Und dann hier Zylindrien- oder Zylindrien-Turmmodell. Dieses Modell eines Turmes im Hutland ist wegen seiner Detailtreue und hervorragenden Verarbeitung bei Touristen äußerst beliebt. Okay, kaufen wir auch gleich. Und damit haben wir auch den Shop hier komplett leer gekauft. Wunderbar. Aber ich lasse mal mein aktuelles Kostüm und werde noch ein bisschen weiter als Luigi hier rumspielen quasi. Okay. So, wo sind noch weitere X'e dann eigentlich? Hier sind noch ein paar weitere, die ich mir dann noch holen will. Und auf dem Weg werde ich dann hoffentlich auch wieder noch andere Monde finden. Genau, ich muss auch noch dran denken, hier als Paracooper hinzukommen. Aber werde ich dann noch machen. So, genau, da ist jetzt der Vogel gewesen. Komme ich da jetzt noch rechtzeitig irgendwie hin zu dem? Kann ich vielleicht den in der Luft so einfach abtimen? Ich habe jetzt nämlich eigentlich keinen Bock, mir einen Paragumba zu holen. Ich meine, ich kann mal kurz den schnell holen, weil da komme ich auch hin, nämlich, glaube ich. Okay, ich hätte es fast geschafft, mir das Mario zu berühren. Das wäre jetzt cool gewesen. Komm her, schnell. Okay, jetzt hinterher. Am besten mit Schütteln. Ich glaube, mit Schütteln bin ich schneller als der Vogel. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin ein bisschen schneller. So. Yay! Und ein Mond für uns. Didim. Flatterhaft im Nebel. So, dann am besten auch gleich mir den nächsten Mond abholen, wenn ich nämlich zu dem Typen dahin gehe. So, komme ich hier hoch? Ja, komme ich, perfekt. Und auch hier, wunderbar. So, und der war hier zu finden. So, du hast keine Angst vor Paragumbas? Na, anscheinend doch. Erst jetzt verstehe ich, warum Paragumbas so furchteinflößend sind. Hast du wirklich so viel Angst vor dem? Guck dir den mal an, der sieht doch total lächerlich aus. Naja, wir kriegen einen weiteren Mond, aber der Gumball, der Paragumba ist zu fett, der kommt da gar nicht rein. Ich muss als Mario machen, na gut. Yay, Chapeau-Blockade oder so. Gut, dann geht's wie gesagt hier noch ein X. Nämlich da, und da leuchtet's. Ja, da will ich auch mal kurz hin. Komme ich da ohne Paragumba hin? Nee, ist glaube ich zu weit weg. Bleibt der noch bitte da? Nein, er ist gerade verschwunden, natürlich. Ich versuche mal, da jetzt so hinzukommen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich probier's mal. Nein. Okay. So weit komme ich dann leider doch nicht, weil ich dann doch ein Paragumba irgendwo her brauchen, um dann dort hinzukommen. Aber na gut, was soll's. So. Weil ich meine, dort hinten in der Nähe vom Turm kann ich doch auch, irgendwo Paragumbas, glaube ich. Finde genau nicht hier rein. Perfekt. Der ist gleich wunderbar dafür geeignet. Ich kann mal kurz gucken, wo habe ich jetzt noch welche übrigens? Hier noch? Hier ist übrigens dann das Cooper Free Running erschienen, alles klar. Und da ist auch wieder ein X, weil nämlich dann wahrscheinlich die Meisterklasse dann erst durch den Mondquader aufgetaucht ist. Und das eigentliche kann ich schon so kriegen, aber die Meisterklasse halt dann erst dadurch. Und dann hier noch ganz in der Ecke. Und hier vorne noch irgendwie. Ja, okay, da vorne ist es halt, das ist halt der da. Wie komme ich denn an den eigentlich wirklich hin? Achso, ja, okay, ich habe eine Idee vielleicht. Und zwar als Frosch nämlich da hinkommen. Weil ich meine, das Problem ist, wenn ich nämlich hier nach oben gehe und ich dann dort oben bin, dann komme ich ja auch nicht wirklich an den Mond geschickt ran. Deswegen glaube ich nämlich schon, dass ich an diesen Mond von hier aus quasi irgendwie hinkommen muss. Und ich weiß aber nicht sicher, ob da ein Frosch hoch genug kommt. Ich meine, ein Frosch kann schon sehr hoch springen. Aber kann ein Frosch wirklich so hoch springen? Das kommt mir ein bisschen zu hoch fast schon vor. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist hier ein weiterer. Didim. Versteckt in einem versunkenen Hut. So. Dann kommst du bitte gleich wieder her, der nächste. So, vielen Dank. Und dann mache ich mich jetzt auf. Ja, da ganz zur Ecke, würde ich einfach sagen. Um mir erstmal da noch den zu holen, genau. Komme ich da jetzt hoch? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich will aber schon ganz gerne meinen Gumma behalten, weil ich ja dort in die Ecke fliegen muss. Deswegen kann ich da mal da direkt einfach so hinfliegen. Die eine Vogelscheuche, die wir gerade eben gesehen haben, die haben wir uns, glaube ich, schon mal angesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen dürfte nichts Neues sein. Aber hier einfach so mitten im Nebel ist einer. Mhm, alles klar. So. Okay. Yay. Flieg hinaus in den Nebel. Gut. So, soll ich mir jetzt dann wirklich einen Frosch holen und versuchen, oder halt zu versuchen, mit dem Frosch dann hier hinzukommen? Ich will mal kurz angucken, wie hoch das jetzt wirklich ist von hier aus. Ey, ich kann den nicht mal von hier aus erkennen, ne? Das ist schon sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Ja, ne, also ich weiß nicht, ob ein Frosch da hoch genug kommt. Ich meine, wenn ich noch den Schüttelsprung mache, dann vielleicht schon. Ich weiß nicht genau. Ich meine, ich habe nicht wirklich eine andere Wahl, weil ich nicht wüsste, wie es ansonsten gehen könnte. Deswegen werde ich das dann kurz austesten. Am besten kurz zurückwarten, würde ich sagen. So.
Und dann mal schnell das probieren. So, okay. Ja, ich meine, was mich aber halt immer wirklich immer noch hart verwirrt, ist diese blöde Hinweiskunst, wo ich einfach nicht weiß, was ich da tun muss. Weil ich meine, das war noch hier. Ich meine, hier passt es nicht. Aber hier auf diesem Hügel, das passt doch 1 zu 1. Vor allem die Kamera geht da sogar ein bisschen näher hin. Das passt doch 1 zu 1. Ah, jetzt vibriert es übrigens auch ein bisschen. Ah, ne, okay, ach, Münzen waren hier. Aber ich verstehe das nicht ganz. Ich weiß nicht genau. Obwohl es vielleicht, das weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht war es so, dass irgendwie der Hut noch ein bisschen näher am Mund quasi dran war. Ja, das kann sogar, glaube ich, wirklich sein, dass da wirklich der Hut dieselbe Größe hatte wie auch der Mund. Deswegen vielleicht dann hier irgendwie oder so. Ja, ich weiß nicht genau. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Weil ich meine, hier vibriert es auch nirgendwo. Deswegen, das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht genau. Hier so, muss ich vielleicht hier drauf gehen? Hier so irgendwie? Nee. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Wenn ich es mal versuche, wirklich ganz exakt zu machen, dann wäre es vielleicht am ehesten. Ja, hier so irgendwie, aber hier ist ja nichts. Was? Ernsthaft jetzt? Hier war's? Und das ist sogar ein Stern. Aber noch mit passender Musik. Mit Pilzkönigreich Kunst gefunden. Okay, dann war es wirklich so, dass es 1 zu 1 dieses Bild hier war. Das wirklich der Hut, genau, oder halt der Zylinder genauso groß war wie der Mond so ungefähr. Und da muss ich dann den genau perfekten Ort finden. Heieiei, okay. Ja, das wird, glaube ich, echt dann noch später immer ein großer Spaß werden, dann die ganze Hinweiskunst mal richtig zu deuten und dann das immer entsprechend zu finden. Weil da hatte ich jetzt auch ein bisschen Glück, muss ich zugeben, dass ich das herausgefunden habe. Dafür hatte ich halt im letzten Part ein bisschen Pech, weil ich eigentlich dachte, dass es der Hügel schon gewesen wäre. Aber nee, es war dann hier einfach so mitten auf der Brücke. Und das müssen auch anscheinend nicht unbedingt auffällige oder halbwegs auffällige Orte sein. Das kann einfach irgendwo völlig random einfach sein, wo ich dann halt dort einen weiteren Mond oder halt einen Stern in diesem Fall bekommen kann. Ja, okay. So. Hui. Ja, schütteln ist schon hoch, aber ich glaube, es ist nicht hoch genug, oder? Ich glaube nicht. Mal kurz gucken. Hör! Nee, nicht mal ansatzweise. Wenn ich da noch rausgehe und dann einen Ansprung mache. Nee, ich sehe den Mond noch nicht mal. Keine Ahnung, hey. Ich weiß es nicht genau. Muss ich dann doch wirklich von da oben aus runterfallen? Das glaube ich eigentlich auch nicht, wie gesagt. Okay. Ich meine, hier ist ja noch ein weiterer dann beim Cooper Flügern gegeben. Wo ich dann nochmal am besten mal kurz hingehen kann. Weil hier komme ich doch dann auf den Hutturm oben drauf, ne? Obwohl, ich meine, der ist relativ nah an der Kante. Vielleicht kann ich mich doch von oben runterfallen lassen. Ah, ne, okay, kann ich. Okay, alles klar. Das wirkte vorhin so, als wäre der etwas weiter so innen noch drin. Und das würde ich da auch nicht von hier aus hinspringen können, aber doch kann ich. Okay, wunderbar. Yay. Kann ich mich jetzt noch nach oben wieder zurückretten, ist die Frage. Ne, kann ich nicht. Okay, dann warfen wir uns am besten gleich wieder nach oben. So. Okay, ich muss den Boden berühren, richtig? So. Okay, aber jetzt? Alles klar. So. Haben wir den doch auch noch kriegen können. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich jetzt bisher aus? Lass mal kurz nachgucken. So, also hier fehlt noch Nummer 12 und 15 und 17 noch irgendwie. Und dann noch einer durch den Mond quasi, nämlich noch der, den ich dann beim zweiten Mal mit dem Cooper Freeburning dann kriegen kann. Genau. Okay. Und dann fehlen noch irgendwelche anderen zwei. Ja, die ich dann vielleicht kriegen kann, aber vielleicht auch nicht. Weiß nicht genau. Keine Ahnung. So, hallo Cooper. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, das es uns vorschlägt. Willst du antreten? Ja, möchte ich. Ja, gute Einstellung. So, wieder mal dasselbe. Mal gucken, wo es diesmal hingeht. Und zwar von ganz oben aus. An den Start einfach zurück. Okay. So. Ja, am besten dann erstmal gleich nach unten schauen. Ich will es nicht in einer Schlucht natürlich landen, aber wird schon klappen. Hui. Ja, das war natürlich wieder gleich super. Oh Gott, ich werde sowas von verlieren. Machen wir einen Weitsprung. Ja, ich wollte einen Weitsprung haben, verdammt. Das war schon. Alter, was mache ich denn? Das ist ein denkbar schlechter Start. Das könnte gar nicht schlechter sein. Aber ich kann hier wenigstens entlang rollen. Ein bisschen. Und dann dadurch die Führung übernehmen. So, okay. Ja, und das Schöne ist halt, dass es hier jetzt in diesem Bereich nicht so arg viele Hindernisse gibt. Und trotzdem schaffe ich es, gegen dieses kleine Ding da zu crashen. Ist es dein Ernst? Boah, ich bin so schlecht gerade. Das kann nicht wahr sein. So. Aber ich glaube, wir dürfen trotzdem das schaffen. Aber mit dieser Leistung hier dann bei der Meisterklasse hätte ich wahrscheinlich dann verloren. Aber so reicht's gerade noch. So. Okay. Und ins Ziel. Okay. Aber das muss ich dann auf jeden Fall noch besser machen. Weil so geht's ja dann hier nicht. Okay.
So, Überschallgeschwindigkeit, ja, geht so. Aber ein weiterer Mond. Yay, Hutland Standardrennen. So. Und dann geht's gleich weiter. Genau. Yep. So. Und dann versuchen wir auch hier unser Glück. Also am Anfang komme ich leider von diesem Podest aus mit einem Weitsprung nicht nach unten. Ich muss also da mir irgendwas anderes einfallen lassen. Also ich meine, ich will schon den Weitsprung eigentlich machen. Ich mache den am besten dann von unten aus, würde ich sagen. Das dürfte hoffentlich klappen. Hier so. Genau, sehr schön. Yay, und dann darf ich durch Rollen weitermachen, dass ich auch dann nicht gestunt werde, wenn ich auf den Boden aufkomme. Boah, der ist aber aus, der ist mega schnell. Ach du Scheiße. Dass wir nicht gegen dieses eine Ding da crashen. Ja, ich bin ein bisschen abgekommen von der Bahn, aber es passt noch. Ja, ist okay. Ist auch nicht ganz perfekt auf jeden Fall, aber es sieht gut aus für uns. So, jetzt dann schön abbiegen hier. Und gleich weiter rollen. Hui, und dann ins Ziel. Und. Okay. Puh, nicht ganz 130 Sekunden, aber trotzdem ganz gut. Okay, ich war auch ziemlich weit voraus, der hat noch ziemlich lange gebraucht, also passt alles. Obwohl er am Anfang echt total schnell war, ne? Aber zum Ende hin wurde er dann ziemlich langsam. Okay. Yay, Hutland-Expertenrennen. Also wieder mal bin ich sehr neugierig, was denn hier die Weltbesten und auch ihr so angestellt haben. So, mal kurz nachgucken. Was möchte ich wieder mal schätzen, was so die Weltbesten hier so haben? Also irgendwas im 20er-Bereich geht bestimmt unter 20. Ja, unter 20 ist nicht so leicht, weil die Strecke schon ein bisschen entfernt ist. Ich würde mal sogar schätzen, dass es nicht unter 20 geht. Einfach mal so. Aber irgendwas so im 20er-Bereich, so knapp. Ja, genau. So 21. Ist ganz gut geschätzt, schätze ich mal, sage ich mal. Okay, so. Und ich bin immer ein Siebter, alles klar. Und hier Lukas wieder mal auf Platz 1 mit 21. Lukas ist echt ziemlich gut, auf jeden Fall. Der hat bei einigen, oder halt auf jeden Fall hier in einigen Rennen schon ziemlich heftige Zeiten aufgestellt. Also echt nicht schlecht. 9 Sekunden besser als ich. Und mit 21 Sekunden kann er auch mit den Weltbesten sogar mithalten. Deswegen ist echt nicht schlecht. Okay. So, dann fehlen mir jetzt, wie gesagt, nur noch Mond Nummer 12 und 17. Okay, was mir gerade auffällt, einer dieser beiden Monde ist noch die Hinweiskunst. Weil die Hinweiskunst wird ja immer in dem entsprechenden Land verzeichnet, wo man halt auch die entsprechende Kunst gefunden hat. Weil deswegen war es ja auch gerade ein Powerstern. Weil das nämlich zum Pilzkönig direkt dazu zählt und nicht zum Hutland etwa. Deswegen 12 oder 17, ich schätze mal 17, weil es so der letzte ist vielleicht, keine Ahnung. Das ist dann auf jeden Fall noch die Hinweiskunst. Aber 12 fehlt mir noch, wie es scheint. Und dann kann ich vielleicht doch tatsächlich das Hutland jetzt quasi schon zu 100% abschließen. So irgendwie. Denn bei der Hinweiskunst glaube ich ja auch schon zu wissen, wo die ist, wenigstens. Aber wo jetzt noch der letzte Mond noch ist, dem jetzt noch fehlt, das weiß ich jetzt halt nicht. Bei Peach war ich auch. Das ist übrigens auch echt cool, dass jetzt Peach hier immer anscheinend auftauchen wird in den Welten. Wo jetzt noch der letzte Mond ist, weiß ich nicht. Und da werde ich dann, glaube ich, doch mal kurz den Tip-Top befragen müssen. Weil ich mich jetzt hier dann doch schon immer, wie ich finde, relativ gründlich umgesehen habe. Im Hutland mehrmals sogar. Und ich habe jetzt erstmal keine Ahnung mehr. Deswegen muss mir jetzt dann doch der Tip-Top helfen. Oder er sagt mir, dass ich ihn einfach nicht mehr finden kann. Das kann ja auch sein, aber wir schauen mal kurz. So, hallo mein Lieber. Und er sagt auf jeden Fall irgendwas. Stell das Finden von Powermunden dich vor ein Rätsel. 50 Münzen. Ja, gerne. So. Nämlich dort. Okay. War ich da nicht? Achso, ah, stimmt. Das hab ich vergessen, ne? Das war doch der Ort, wo wir diese Schnitzeljagd quasi angefangen haben. Das habe ich vergessen, stimmt. Weil das habe ich noch nicht zu Ende gemacht, oder? Weil ich schätze mal schon, dass mich das noch irgendwie dann zu einem Mond führen wird. Aber ich habe das irgendwie dann jetzt verpeilt. Das stimmt natürlich. Kann ich das nochmal neu irgendwie annehmen oder sowas? Mach mal kurz. Moment. So, hallo. Schön, dich wiederzusehen. So, bla 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 bla. Ja. Okay, jetzt geht's wieder von vorne los anscheinend. Kisten. Okay, das habe ich, glaube ich, gerade eben abgebrochen. Weil ich dann irgendwas anderes Interessantes gesehen habe. War das Peach oder irgendwie sowas? Und dann habe ich irgendwie nicht mehr dran gedacht und dann auch komplett andere Sachen angestellt, glaube ich. Und deswegen habe ich das dann wieder vergessen. Das ist aber eigentlich sogar ärgerlich, weil ich meine, ich habe das ja eigentlich schon auch gefunden, ehrlich gesagt. Ah, genau, bei der Brillenbrücke wusste ich ja nicht mehr, wo das war. Weil die Brillenbrücke ist dann nämlich halt wahrscheinlich diese da, oder? Schätze ich mal. So, sorry für den kurzen Schnitt. Auf jeden Fall habe ich dann halt, glaube ich, bei der Brillenbrücke nicht mehr so wirklich dran gedacht. Aber jetzt dann werde ich dran denken. Wenn denn das hier die Brillenbrücke ist, aber ich schätze mal schon, ich wüsste nicht, welche andere Brücke da gemeint sein könnte. An die falsche Richtung. Aber was ist denn die Brillenbrücke dann eigentlich? Weil ich meine, als ich diese Brücke da hinten entlang gelaufen bin, war das ja auch falsch. Oder? Schon, ne? Was ist denn die Brillenbrücke? Ich weiß es nicht genau. Oder hier sagt er doch auch, dass es falsch ist.
oder? War das nicht so? Ne, sagt er einfach gar nichts. Ja, oder bin ich doch richtig? What? Hä, was meinst du denn, Cappy? Ich weiß nicht, wo die Brillenbrücke hier ist. Lass mal kurz auf die... Ah, ne. Hä, ist das die Brillenbrücke? Hä? Zuerst bin ich in Richtung Mond. Okay, Cappy, kannst du dich mal bitte entscheiden, wo du jetzt nochmal hin wolltest und wo dann der Mond zu finden ist? Okay, dann gehen wir halt auch erstmal in Richtung Mond. Ich könnte schwören, dass wir in die... Hä, willst du mich verarschen? Du sagst es doch in Richtung Mond. Jetzt bin ich hart verwirrt. Meint er hier irgendwo? Hier im Wasser? Ne, das sind ja nur Münzen. Ja, Cappy, du musst mir jetzt schon irgendwie ein bisschen mehr mitteilen. Ich gehe mal nochmal auf den Berg darauf, weil da hat er ja dann gerade eben irgendwie reagiert. So. Er ist in Richtung Mond gelaufen. Ja. Hä, aber warum hat er denn gerade gesagt, dass es dann falsch war? Aber wir sind ganz nah dran. Okay. Ah, hier vibriert es irgendwo. Aha. Moment. Hier. Irgendwo. Ja, okay. Yay! Der vergessene Schatz. Okay. So. Und jetzt fehlt nur noch ein einziger weiterer Mond. Nämlich der 17. Ansonsten haben wir alle tatsächlich. So. Da würde ich jetzt sogar, ehrlich gesagt, fast nochmal ganz gerne ins Mondland schnell gehen. Einfach nur, um jetzt diesen Mond, den ich da mit der Hinweiskunst eben vermute, dass wir uns den noch holen können, wenn er denn da ist, aber ich schätze mal schon, ehrlich gesagt. Und dass wir dann noch das Hutland sogar wirklich schon hundertprozentig abschließen können. Sagt euch jetzt der Tipp doch noch irgendwas? Ich kann auch mit ihm reden, ja. Okay, aber wahrscheinlich würde er mir dann einfach nur halt hier das X verzeichnen, hier, wo halt die Hinweiskunst war. Und das weiß ich ja schon, deswegen, das bringt mir ja nichts. Deswegen, ich will jetzt noch kurz zum Mondland zurück. So, erstmal noch weitere Monde abgeben. Yay, und neue Produkte sogar wieder. Alles klar. So, will ich auch nochmal weiterreisen? Ja. So, und zwar ganz nach rechts. Nicht ganz, ganz nach rechts, aber fast ganz nach rechts. Zum Mondland. So, und wenn wir jetzt Glück haben, dann hoffentlich und dann gleich dort auch noch einen Mond erhalten werden. Dann, hier cooler Ladebildschirm, dann werden wir vielleicht gleich wirklich unsere erste Welt schon zu 100% abgeschlossen haben. Ich meine, es kann sogar sein, dass da vielleicht noch mehr Monde irgendwann später mal auftauchen, von denen ich jetzt immer noch nichts weiß. Aber ich würde eigentlich mal schon schätzen, dass es dann auch mal gewesen ist mit dem Mondland, oder halt mit dem Hutland, meine ich, oder halt für irgendeine Welt dann. Ich hoffe mal. Ja, das dürften sie, glaube ich, sein. Was sagt eigentlich der? Es ist schon merkwürdig, vom Mond hinabzuschauen, anstatt umgekehrt. So, das war irgendwo bei jemand Blauem, mich dann bei dir, beim Zweiten. Also irgendwo hier. Dann wieder eine Stampfattacke oder sowas? Vielleicht? Ja. Tatsächlich. Okay. Mit Hutland kurz gefunden. Okay, es passiert noch nichts Besonderes. Aber erstmal kurz die Broschüre dann angucken. Vom Hutland nämlich. Und wir haben alle. Okay, rechts oben ist jetzt auch ein Stern erschienen. Bei den Monden. Also ja, das Hutland haben wir dann jetzt zu 100%, oder? Schätze ich mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt, ob wir es wirklich zu 100% haben. Oder ob nicht doch auch nach dem 31. noch irgendwie mehr kommen können oder sowas. Keine Ahnung. Aber an sich haben wir jetzt erstmal alles. Das ist doch schön. Das freut mich. So, dann werde ich am besten auch nochmal kurz hier weggehen, dann aber gleich den Part beenden. Keine Sorge. Aber ich würde ganz gerne dann noch die nächste neue Welt betreten oder das nächste neue Land. Das wir dann im nächsten Part erkunden werden. Und das ist halt dann einfach das Land, das wir als zweites erkundet haben nach dem Hutland. Nämlich dann das Kaskadenland. Und da hat ja Peach auch erzählt, dass sie sich anscheinend dahin aufmachen will. Auf jeden Fall hat sie irgendwas von einem Dinosaurier erzählt. Deswegen, ich schätze mal, dass dann Peach auch hier zu finden sein wird. Und dass ich dann durch sie einen weiteren Mond erhalten kann. Und halt dann auch noch andere Monde wiederum. Deswegen, warum denn nicht? Okay. So, wieder kurz der lustige Ladebildschirm. Und das sind wir auch schon. Sehe ich irgendwo Peach schon? Nein. Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, okay. Ah, da ist schon wieder der Koopa. Alles klar? Hm? Und der Mondqual aber hier. Der Mondqual hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns mal ansehen. Und das sieht man übrigens dann auch Captain Toad, falls wir ihn noch nicht gesehen haben. Das leuchtet davor, dass er da, aber den haben wir ja schon mal gefunden, dass er da ist. Okay. So.
Aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Beim nächsten Mal geht's dann noch hier mit dem Kaskadenland weiter und noch mit dort allen möglichen Monden, die wir uns hier noch holen wollen. Haben wir eigentlich hier alle lila Münzen gefunden? Fehlen sogar auch noch drei, alles klar. Und ich werde dann auch versuchen, auch noch hier alle restlichen Monde natürlich noch zu erhalten. Einerseits die, die uns hier eh noch fehlen, logischerweise. Aber natürlich auch noch die, die dann durch den Mondquader auftauchen. Werden dann bestimmt auch wieder einige werden. Und ich meine, das Hutland haben wir jetzt zu 100% abschließen können. Deswegen, ich habe, wie gesagt, eure Kommentare noch nicht gesehen, wo ich das gefragt habe, weil der letzte Part noch gar nicht hochgeladen wurde. Aber ich schätze mal, dass wir jetzt an sich dann alle Länder jetzt zu diesem Zeitpunkt zu 100% abschließen können. Und ich werde es dann im nächsten Part auf jeden Fall auch mit dem Kaskadenland versuchen und mal gucken, ob mir das glücken wird, ob wir das schaffen können, alle zu finden, oder ob ich dann doch einen nicht finde oder sowas, selbst mit Tipptot oder sowas. Wir schauen einfach mal. Wird schon irgendwie gut gehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.